Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die sehr nudig aussehende Goodiebox ist bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine monatlich erscheinende Beautybox, die mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, um sich hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Goodiebox-Team und deswegen gibt es auch in diesem Video wieder eine Verlosung. Es gibt ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket für einen von euch zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Box kostet 19,90 € pro Monat. Und man bekommt aber als neuer Abonnent tatsächlich auch immer ein Goodie on top. Das wirst du aber gleich hier auch sehen. Das ist eine sehr spezielle Box aus Dänemark und ja, sie enthält halt Marken, die man nicht so unbedingt kennt. Dadurch, dass ich die ja jeden Monat vorstelle, taste ich mich so langsam auch an diese neuen Marken ran. Und ich finde es ziemlich fancy, aber es ist für mich jedes Mal echt eine schöne Überraschung. Das, was die Goodiebox halt so mega ausmacht, finde ich, ist das Design der Box an sich. Neben dem mega geilen Inhalt nur mal by the way, aber wir haben hier halt immer so ein, also es ist immer die gleiche, also das gleiche Format, ne, sodass man die halt super geil stapeln kann. Ich habe die auch bei mir an der Seite gestapelt und nutze sie als Regal. Die kann man übereinander kleben oder halt übereinander stellen und ja, dann halt super verwenden. Ich finde es klasse und ich nehme jetzt hier einmal die Schublade raus, um das halt ein bisschen einfacher für mich als Unboxing zu gestalten. Und das erste, was uns in die Hände fällt, ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und das Motto ist The Naked Box. Okay, also eine nackige Box. Nee, The Get Naked Box. Okay, die möchte uns nackig machen. Und gucken wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Seit 2012 tun wir es. Und wir tun es noch heute. Monat für Monat, Tag für Tag, Box für Box. Geil, die gibt es schon 9 Jahre. Das finde ich krass. Wir versuchen, die Norm zu brechen und die Gesellschaft herauszufordern. Die Frauen dazu bringt... die Frauen dazu bringt, sich schuldig zu fühlen, ihr wahres Ich zu sein. Ja, das stimmt. Ne? Die wollen halt so diese Frauenpower mehr forcieren. Und das finde ich ganz cool. Das sind wir. Das ist Goodiebox. Diesen Monat würdigen wir Authentizität und Diversität und die Tatsache, dass es uns vollkommen egal ist, wie du aussiehst. Es ist viel wichtiger, wie du dich fühlst. Das könnte von meinem Freund kommen, ne? Der sagt auch immer, Claudi, das ganze Make-up kannst du weglassen. Das zählt, ne? Das Herz, stimmt. Denn du bist uns wichtig und dass du dich glücklich, stark und befähigt fühlst. Und die Tatsache, dass du einfach verdammt einzigartig bist, so wie du bist. Einzigartig und wunderschön, samt all deiner kleinen Unvollkommenheiten, die wahrscheinlich nur du ganz allein bemerkst. Diese kleinen Fältchen, Sommersprossen, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen und tausende andere Probleme, auf die wir Frauen uns immer fokussieren. Auf diese würdigen, nein, all diese würdigen wir diesen Monat, denn sie gehören dir und machen dich so einzigartig. Kurzum, wir würdigen dich, dein Goodiebox-Team. Richtig, richtig geil. Also das ist schon mal eine richtig schöne Einleitung. Get Naked kann man dann natürlich auch so auf das Abschminken beziehen, auf das wir pflegen uns, wir geben uns einfach das, was wir brauchen. Hier wird keine dekorative Kosmetik drin sein, glaube ich. Es geht dann wirklich um ein Selbst, um das Wohlbefinden. Mal gucken, was da dann an Produkten drin sein wird. Ja, wir haben hier zuallererst so ein bisschen Werbung von Podimo, Entspannung für die Ohren mit kostenlosen Podcasts und Hörbüchern. Ja, kann man sich gönnen. Und dann habe ich hier das Produkt noch mit dabei liegen, was man gratis bekommt, wenn man neuer Abonnent von der Goodiebox wird. Das habe ich, glaube ich, habe ich das schon mal, die Marke kenne ich. La Rosée, Gommage du Visage, Aloe Vera, Aloe Vera Bio. Okay, das ist einfach ein Gesichts Peeling mit 97% natürlichen Inhaltsstoffen. Das finde ich cool. Ne? Sowas kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und das scheint ein mechanisches Peeling zu sein. So sieht es jedenfalls aus. Und die Tube ist vegetal, also quasi ich will gerade gemüsig sagen, aber das stimmt nicht. Ne? Halt auch irgendwie natürlich, keine Ahnung. Ja, finde ich cool. Doch, definitiv. 60 ml sind hier drin. Das reicht auf jeden Fall. Links und so setze ich euch natürlich immer unten in die Infobox. Und hier kommen wir zu der Box an sich. So, ein Seidenpapier und ein Klebi verschließen das Ganze. Und die Goodiebox verzichtet auch weitestgehend auf Füllmaterial. Das heißt, wir sehen hier direkt die Produkte in der Box.
Das sieht doch schon mal ganz ansprechend aus. Mal gucken. Das erste, was ich hier rausnehme, ist von Tromborg. Die Marke sagt mir nichts. Facial Ice Roller. Exclusive Tromborg Online Code. Use that code und dann kriegst du 50% Nachlass auf das Augengel, welches die Augen hydratisieren, kühlen und beruhigen soll. Und dann packt man sich wahrscheinlich in den Kühlschrank oder so. Und dann hast du hier halt so eine Rolle dran und damit rollerst du dir dann um die Augen drumherum. Oh, das fühlt sich angenehm an. Oh, morgens. Wenn man Tränensäcke hat oder wenn man geschwollene Augen hat. Traumhaft. Ey, sowas können aber auch Männer verwenden, ne? Weil ich sehe sowas bei Männern tatsächlich häufiger als bei Frauen, wenn ich ehrlich sein darf. Also nicht immer nur die Frauen müssen auf ihre Schönheit achten. Aber nein, es fühlt sich relativ, ich bin ehrlich, es fühlt sich hier sehr plastikmäßig billig an. Ist hier mit so einer Rolle. Ich weiß nicht, was das ist. Also was man genau damit machen soll. Nicht, dass es irgendwas anderes ist, ne? Dieser Facial Ice Roller von Tromborg ist dein perfekter Partner in Crime für deine Hautpflegeroutine. Täglich angewendet, stimuliert er die Durchblutung und verbessert die Elastizität deiner Haut. Eine sanfte Massage mit dem gekühlten Eisroller reduziert Schwellungen und beruhigt die Haut. Leg ihn etwa 15 Minuten vor der Anwendung in den Kühlschrank. Ja, ich würde den da über Nacht reinlegen und morgens rausholen, ne? Und massiere dann die Bereiche deines Gesichts, wo du dir diesen straffenden Effekt und einen gesunden Glow wünschst. Ja, du kannst den Eisroller ganz einfach mit Desinfektionsmittel reinigen. Ja gut, sowas hat man ja wohl zu Hause. Ne, so ein Rollervieh. Also finde ich definitiv auch praktischer und irgendwie nicer als die Gua Sha Steine zum Beispiel. Ne, weil du hast hier halt einfach einen Griff, ne? Kannst du anpacken und loslegen. Ja, muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall eine coole Geschichte. Schon. Dann habe ich hier von Rescue Me. Das ist eine gute Marke. Die habe ich aktuell auch in Anwendung als Leave-In-Spray. Ne? Das benutze ich halt nach der Haarwäsche, sprühe mir das in die Längen rein. Pflegt. Ja. Lavish Care ist das. Nourish Hair Mask. Schön. Mit vegan. Genau, das ist vegan. Mit Vitamin E, Keratin, Aminosäuren. Okay, silikonfrei, 100 Milliliter. Und das soll sehr nährend sein für ein smoothes, also glattes, weiches, shiny, also scheinendes und gesundes Haar. Das mag ich. Ist eine spannende Marke, ne? Da sind wir jetzt schon beim Kopf. Ist hier noch zu, kann man nichts riechen. Kann ja nichts riechen. Und das Gesicht haben wir jetzt auch mit dem Facial Roller. Doch schön, ne? Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Doch. Und dann haben wir... Was ist das? Evoluderm. Da hatte ich mal eine Fußgeschichte von. Die fand ich ganz gut. Mit Kokos mag ich nicht so gerne. Detox Body Jelly. Mit Kokoswasser und grünem Teeextrakt für alle Hauttypen. Hydratisierend und erfrischend aus Frankreich. 200 Milliliter sind hier enthalten. Ja, wie gesagt, also Kokos und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Aber wenn das Kokos ist, was so ein bisschen nicht so künstlich riecht, dann mag ich das. Ist hier noch so ein Prümpel drauf? Ja, hier ist noch ein Prümpel drauf. Ich kann nichts riechen. Das ist schade. So kann ich nicht sagen, ob ich das mag oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher weniger, ne? Aber ich weiß, dass viele auf diese Kokosgeschichten stehen. Und sowas ist natürlich jetzt im Sommer auch eine ganz nice Kiste, ne? Grüner Tee mag ich gerne, gerade jetzt im Sommer. Es ist eine ganz schöne Geschichte. Aber mit Kokos nicht so ganz meine Welt leider, ne? Ja, aber es ist schön, ne? Definitiv. Wir pflegen unseren Körper. Wir haben Haare. Also, ja, wir haben die Haare. Wir haben das Gesicht. Wir haben den Körper. Mal gucken, wie die Party noch weitergehen wird. Wir haben hier... eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15. Gut, das ist ein bisschen wenig. Rönnspöl aus Dänemark. Ja, passt ja, ne? 50 Milliliter von dieser Creme und die soll halt auch feuchtigkeitsspendend sein und so weiter. Kann man auch gut gebrauchen, aber ich finde Lichtschutzfaktor 15 echt ein bisschen wenig, ne? Da steht es nicht auf Deutsch hinten drauf oder auf Englisch. Oder doch auf Englisch? Ja, steht auf Englisch, aber hier steht es auch auf Deutsch und Deutsch. Das ist irgendwie besser. Wow, 22,70 kostet die. Okay.
jetzt, wo der Sommer immer näher rückt, naja, ist da, ne? Und wir uns schon wahnsinnig nach allen Abenteuern im Freien sehen, ist es auch höchste Zeit, unserer Haut wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15 von Rönnsböhl bietet nicht nur Sonnenschutz, sondern spendet auch Feuchtigkeit, zieht schnell ein und beruhigt die Haut. Wie bei einer normalen Tagescreme. Trag sie morgens einfach auf die gereinigte Haut auf und denk daran, dass der Sonnenschutz nur seinen vollen Effekt erzielt, wenn du die Creme mehrmals täglich anwendest. Okay, das ist natürlich halt, ne, schwierig, wenn man sich danach schminkt, Leute. Weil wenn ich jetzt ein Make-up drauf habe, brauche ich nicht darüber nochmal zusätzlich, ne? Schwierig, ne? Das ist halt immer so eine Sache, aber ja, besser als gar nichts, das ist definitiv. 15 finde ich persönlich echt ein bisschen wenig. Ich verwende Lichtschutzfaktor 50 oder 50 plus im Gesicht. Ja, aber ich bin auch eine Blassnase, ne? Das ist jetzt auch klar. Ist okay, aber ich werde sie nicht behalten. Die wird weiter wandern. Okay, wir haben hier... Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, wir haben hier ein Säckchen. Das finde ich hübsch. Rabensalona. Ach du Scheiße. Die kostet 30 Euro. Das finde ich heftig, jetzt mal ohne Witz, ne? Also, ich bin ehrlich. Ich würde im Leben keine 30 Euro dafür ausgeben. Es ist schön, dass wir sowas in der Box drin haben. Aber dass das 30 Euro kostet? Was kann das? Kann sich das transformieren? Das hat eine Innentasche, immerhin, ne? Also, hier haben wir eine Innentasche und eine große Tasche. Aber 30 Euro? Nee, ich habe nicht mal Handtaschen, die so, also teilweise, die so teuer sind, ne? Aber gut, ja, das ist natürlich heftig, ne? Warum bist du so geil? Muss hier ja drinstehen. Ein Hoch auf diese 100% RPET-Kosmetiktasche. RPET steht für recyceltes Polyester, sprich die gesamte Tasche ist aus Plastikflaschen hergestellt, die zu Polyester verschmolzen wurden. Ziemlich cool, oder? Die Tasche wurde von der High-End-Fashion-Brand Rabensalona entworfen und kommt in einem sommerlichen Farbmix aus Pink und Gelb. Aber Leute, 30 Euro. Also ich kaufe mir auch Lidschattenpaletten für fast 100 Euro. Ja, ich gebe es ja zu, aber 30 Euro? Ja, kann man machen. Aber ich verwende solche Täschchen tatsächlich, um darin Sachen einzupacken und kein Geschenkpapier zu verwenden, wenn ich zum Beispiel individuell zusammengestellte Beauty-Pakete für euch packe. Ne? Also krass. Ja, also wer auch immer das dann demnächst mal von mir bekommt, fühlt euch geehrt. Das Ding ist 30 Euro wert. Das war ein Reim. Und jetzt kommen wir zum letzten. Und da hatte mir tatsächlich schon jemand geschrieben. Das war witzig. Also bei Instagram habe ich eben tatsächlich noch, bevor ich dieses Video gedreht habe, eine Nachricht bekommen von einer Dame, die sagte, Mensch du, ich habe gerade die Goodiebox ausgepackt und ich musste direkt an dich denken und echt lachen, als ich das letzte Produkt in den Händen gehalten habe. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch dieses Produkt bei ihr sehr weit unten in der Box gelegen hat. Ich stehe drauf, Leute. Ja, also ich habe... Wie witzig ist das bitte? Okay, also erstmal die Form. Affengeil. Wir haben hier wirklich so eine Lady abgebildet und diese beiden Doppelkirschen bilden quasi ihre Hobbys. Wie geil ist das denn bitte? Mikura hat, die haben auch schon mal eine Special Edition Box zusammen mit Goodiebox rausgebracht und die haben Masken, Leute. Auch für den Hintern hatten die mal eine, habe ich auch verwendet. So witzig, die werde ich auch verwenden. Da bin ich ja gar nicht so, ne? Ich habe auch, als ich hier irgendwann mal diesen Influencer-Markentest gemacht habe, mir auch von Juno & Me die Produkte ja gekauft, um die zu testen. Und bin seitdem auch auf dem Trip, dass wenn ich jeden Freitag so Gesichtsmaskengedönsen mache, dass ich mir auch tatsächlich Gesichtsmasken auf meine Hubi schmiere. Ne? Ja, das ist schon angenehm tatsächlich und das hat auch viel bewirkt mittlerweile. Und jetzt habe ich eine Tuchmaske dafür. Heute ist zwar nicht Freitag, sondern Samstag, aber dann werde ich die nächste Woche Freitag einfach mal anwenden. So witzig. Und Kirsche mag ich. Kirsche schmeckt gut. Und hier ist auch wirklich eine Lady abgebildet mit Hobbys. Darf man sowas bei YouTube zeigen? Ja, es ist ja gezeichnet. Komm, ne? Und hier hinten hat sie wirklich ernsthaft diese Kirschviecher auf den Hobbys. Ich schmeiß mich weg. Ist das geil. Okay, das ist glättend, anti-aging und Feuchtigkeit spenden, ne? Und danach hast du so glitzernde Hobbys. Sammy, ist Frauchen vollkommen merkwürdig? Ja, Entschuldigung. Ja, finde ich cool. Mhm. Also,
Das passt auch zum Motto der Box, ne? Dass man einfach so ein bisschen auf sich selber achten und ein bisschen Spaß haben darf. Nö, also das war, es war eine interessante Box, die Gesichtscreme und die, wie sitze ich eigentlich? Die Gesichtscreme und die Bodylotion sind jetzt nicht so unbedingt meins von dem Lichtschutzfaktor und von dem Duft her. Ansonsten sind es coole Produkte und ich finde auch dieses Mal hat sich die Box wieder volle Elle gelohnt. Also wenn man bedenkt, 19,90 Euro bezahlt man für die Box und das hier ist der Wert, den man halt quasi damit bekommt. Und du hast halt nicht nur den Wert, den ich eingeblendet habe, sondern halt auch diese echt brauchbaren Produkte. Manchmal halt auch einfach so witzige Sachen wie diese Hobi-Maske mit dabei. Finde ich einfach cool. Ne, gefällt mir. Schreibt mir gerne eure Meinung und euer Feedback unten in die Kommentare rein. Und ja, doch, also auf jeden Fall eine Geschichte, die man sich angucken kann. Die Goodiebox ist auch echt eine brauchbare Box, ne? Nur, also, es ist eine Empfehlung von mir. Hätte ich die nicht so lieb, wie ich sie habe, hätte ich auch keine Kooperation mit denen. Deswegen, ne? Ist klar. Ihr Lieben, das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!